Also das FIF präsentiert für mich eine hervorragende Plattform, um verschiedene Themen und verschiedene Menschen zusammenzubringen und um einfach auch diese Themenvielfalt zu zeigen innerhalb der TU. Der große Pianist Edwin Fischer hat es einmal so gesagt: Natürlich brauche ich die einzelnen Töne, aber die einzelnen Töne sind nicht das Wesentliche, sondern das Verhältnis zwischen den Tönen. Darauf kommt es an. Dadurch entstehen Spannungsbögen, dadurch entstehen musikalische Zusammenhänge. Und so würde ich das eigentlich auch für den Bereich der Wissenschaft reklamieren. Es geht gerade um das zwischen den Disziplinen, das Zwischenreich, das hier kultiviert werden muss, weil da erst eigentlich Zusammenhänge entstehen, innovative Forschung erwächst. Das Forum für interdisziplinäre Forschung kann aus kleinen, manchmal fast unsichtbaren Kristallisationskeimen große, schöne, strahlende Kristalle machen. Das ist das Spannende daran, diese Interaktion zwischen Triggern von kleinen Projekten über Fächergrenzen hinweg und dann Implementation in das Forschungsprofil der TU Darmstadt. Ich kenne eigentlich keine Universität, wo die Institution FIF oder sowas Ähnliches, sagen wir mal so, verankert ist, so wie das bei uns der Fall ist. Das FIF ist eigentlich ein Knotenpunkt, mit dem sich verschiedene Bereiche der TU verbinden, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben. Das FIF versteht sich gerade eigentlich als Ort der Pflege interdisziplinärer Beziehungen. Es ist eigentlich ein Raum der Förderung interdisziplinärer Wissenschaftskultur. Grundsätzlich möchte ich mich mehr auf das erste F im FIF konzentrieren, weil ich finde, das steht für das Forum. Und dieses Forum ist einfach das, was es in diesen Fachdisziplinen vielleicht auch nicht ganz so gibt, nämlich diese Offenheit, diese Flexibilität, dieses Finden auch von neuen Impulsen. Wir versuchen eben als FIF dabei als Netzwerkbildner und Brückenbauer zu fungieren und nicht nur finanziell zu fördern, sondern auch durch unsere ganze Tatkraft allen Forschenden an der TU Darmstadt eben die Möglichkeit zu geben, an dem großen Netzwerk der Interdisziplinarität teilzunehmen. Ich denke, es wird immer wieder Anlässe geben, die es schlicht erfordern, interdisziplinär zu arbeiten und zu forschen. Und das hat für mich auch gerade die Corona-Pandemie gezeigt. Da haben Biologen, Virologen bekundet, sie hätten noch nie vorher so sehr interdisziplinär gearbeitet wie in dieser Pandemiezeit. Die Vernetzung spielt da eine ganz große Rolle. Eine Vernetzung erstmal von Personen. Was haben die thematisch unter Umständen gemeinsam? Also es ist so ein bisschen so die Lust darauf bekommen oder eine Idee dafür zu entwickeln, was könnte sich jenseits von meiner Fachdisziplin noch bewegen. Die Vielfalt wird erstmal angeboten oder sie muss einem ja auch erstmal bekannt werden. Das heißt, man muss die Kollegen kennenlernen, man muss die Themen kennenlernen. Das sind alles Dinge, die man erfahren muss. Und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, dass man so eine Schnittstelle hat, wie das FIF, wie das FIF ermöglicht und eben die ganzen Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Martin Heidegger hat es einmal gesagt: Wir lernen nur, wenn wir gleichzeitig immer auch dabei verlernen. Das würde ich sagen, heißt für interdisziplinäre Kooperationen immer auch sich einem möglichen Nichtwissen auszusetzen. Das ist nicht einfach, verlangt auch Abstriche an der eigenen Eitelkeit mitunter. Es ist allgemein für die interdisziplinäre Forschung die Problematik, eben wenn man einen interdisziplinären Antrag stellt, dass häufig Experten aus verschiedenen Fachrichtungen diesen Antrag bewerten. Dann sagen die einen, naja, aber das gehört ja nicht zu uns, das gehört in die andere Fachdisziplin, und die andere sagt genau das Umgekehrte, und dann kriegt man kein Geld dafür. Insofern ist auch die Förderung, die das FIF zur Verfügung stellen kann, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um eben diese Anschubfinanzierung zu bekommen. Es ist eine Anfinanzierung auch von hochrisikoreichen Forschungsideen. Also die dürfen auch gerade erst im Entstehen sein. Und Forschungsfinanzierung oder eine Anfinanzierung von solchen Ideen, die findet man sonst nirgends. Das FIF ist ja jetzt schon ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber. Und als solche hat das FIF mindestens deutschlandweit, vielleicht weltweit eine Vorreiterrolle. Wir haben die Möglichkeit, einfach verschiedene Sachen auch auszuprobieren. Wir sind also eine sehr kleine, eine sehr mobile Einheit. Und von daher ist es schon so, dass wir natürlich auch anders agieren können. Unsere Veranstaltungen sind meistens öffentlich
oder die, die ausgezeichnet sind als öffentlich, sind auch so gemeint. Die sind dann auch kostenlos und eigentlich kann jeder, der sich anmeldet, einfach auch Teil werden. Diese Möglichkeiten, über Themen nachzudenken, über die man sonst nicht nachdenken würde, also was heute immer als Transdisziplinarität oder die große Interdisziplinarität bezeichnet wird, das ermöglicht das FIF.